Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht's um Stimmungen. Draußen ist es trüb und kalt geworden. Die Bäume sind mittlerweile schon total kahl und vielen schlägt das einfach auf die Stimmung. Die Sonne scheint selten und es ist immer trüb und trist und alles sieht so kahl aus. Oft hängt der Nebel in den Bäumen. Ja, und da braucht man einfach was, was einem wieder in eine gute Stimmung bringt, was gute Erinnerungen, Assoziationen wachruft. Und da schnappe ich mir immer mein Orangenöl, weil Orange bringt einfach immer gute Laune. Man denkt sofort an Urlaub, an Frische. Es ist einfach wirklich so ein Glücksbringer, finde ich. Ich nehme mir immer dazu einen Tropfen auf die Hand. Aktiviere das. Und dann inhaliere ich es einfach ganz tief. Oh, und es duftet einfach großartig. Es ist ja so, dass ätherische Öle sehr intensiv wirken. Wir sind schon in 22 Sekunden im Gehirn. Sie können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und wirken aufs limbische System, wo die Emotionen sitzen. Und es geht ganz ohne Worte. Das ist auch ganz gut, dass man einfach mehr in seine Intuition kommt und nicht so viel nachdenkt, sondern einfach ohne Worte Gedanken wachgerufen werden, Gefühle, Emotionen, die man erlebt hat, positive Gefühle einfach. Orange steht für Leichtigkeit, für Wärme. Es ist, ja, es bringt einfach so was Beschwingtes. Und es ist so effektiv, weil es einfach ganz schnell ins Blut geht. Es dauert nur 2 Minuten. Und dann ist es schon angekommen und nach nur 20 Minuten wirkt es in jeder Zelle unseres Körpers. Und das ist einfach total effektiv, wenn du einfach wieder eine bessere Stimmung haben möchtest. Du spürst direkt, es tut sich ganz schnell ganz viel. Und es gibt ja Situationen im Leben, da geht es einem nicht so gut, da fällt einem alles schwer. Und da tut es ganz gut einfach, wenn man wieder in so eine positive Stimmung kommt und nicht so viel grübelt. Und deswegen kann man einfach das Öl inhalieren oder in den Diffuser tun und kommt dadurch einfach wieder in eine bessere Schwingung und fühlt sich beschwingter und leichter und besser drauf einfach. Es hilft auch, um loszulassen, gerade im Sterbeprozess. Da hat man ja diffuse Ängste und weiß nicht, was kommt auf einem zu. Man hat Schmerzen, Angst und da hilft Orange total, einfach gegen Schmerzen und auch gegen diese Ängste einfach so ein Vertrauen aufzubauen und loszulassen. Es bietet Schutz und bringt einfach eine Balance für die Seele und ein besseres Gefühl, ein beschwingteres. Auch bei Kindern hilft, es gibt ja viele unsichere Kinder, die sich immer so an die Mama klammern und Schutz suchen. Und wenn man da Orange in den Diffuser macht, dann gibt es den Kindern auch mehr Schutz, mehr Sicherheit und sie fühlen sich auch selbstständiger und sicherer. Das ist auch eine große Hilfe. Auch bei Haustieren, also meine Hunde und Ponys, die reagieren super auf die Öle und da merke ich auch, dass die sofort wirken einfach. Und dass es echt einen positiven Effekt hat, auch bei unsicheren Hunden. Man kann es auch einfach übers Fell streichen oder in die Aura streichen und dann bietet es einfach einen Schutz und eine Sicherheit und man fühlt sich behütet. Orange ist ja auch sowas jetzt gerade so im Winter, da nehme ich oft eine Orange und stecke so Nelken rein und es duftet ja dann auch unheimlich toll und bringt das ganze Haus in so eine schöne weihnachtliche Stimmung. Es ist auch spannend, wenn man sich überlegt, also das Orangenöl wird ja durch Kaltpressung aus der Orangenschale gewonnen, wie viel Orangen man dafür braucht. Also für 1 Kilo Essenz braucht man 250 Kilo Orangenschalen. Das ist schon Wahnsinn, wenn man mal so die Relation sich vor Augen führt. Deswegen finde ich es ganz toll, dass man dann in so einem Fläschelchen wirklich so hochkonzentriertes Öl hat mit all den tollen Eigenschaften, die es so mit sich bringt. Und dass es einfach so effektiv direkt so ins Gehirn, ins limbische System, zu den Emotionen durchdringt und man dadurch einfach auch vieles auflösen kann und vieles einfach so in Gang gesetzt wird, einfach durch diese Geruchsmoleküle. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Genieß Orange jetzt gerade in der Weihnachtszeit, da gibt es ganz viele tolle Sachen, die man damit machen kann. Probier es mal aus. Auch
vom Genuss her finde ich es total toll. Ich habe jetzt auch Rohkostplätzchen gebacken. Da werde ich demnächst auch ein kostenloses E-Book posten, das du dir gerne downloaden kannst. Ich werde es dann unter dem Video verlinken. Auch wo du das Öl bestellen kannst. Und wenn du es mal riechen möchtest, schicke ich dir gerne duftende Post. Schreib mir einfach, melde dich und bis zum nächsten Mal. Ciao!